Herzlich willkommen, Freunde des Tradings. Ja, schön für uns, dich als Zuhörer zu haben heute. Schön für dich, dass du bereit bist, dich weiterzubilden und Neues zu lernen. Heute mit dem vor allem für Daytrader spannenden Thema News Trading. Das ist ja ein Thema, das spaltet die Gemüter. Man liebt es oder man hasst es, beziehungsweise man fürchtet es eher. Einen neutralen Graubereich dazwischen gibt es da eigentlich nicht. Ich als Swing Trader, spezialisiert auf Aktien, habe mich auch eine Zeit lang viel mit Quartalszahlen und Co. beschäftigt. Quartalszahlen, dass ich es rausbringe, ja, einfach versucht, von dieser explodierenden Vola zu profitieren. Aber Daytrader finden hier natürlich wesentlich mehr und bessere Gelegenheiten vor. Mike Seidel wird uns heute seine erfahrene Sicht der Dinge darlegen. Freue ich mich schon sehr darauf. Mike ist aktuell sehr fleißig in Sachen Content für den Broker Tickmill UK unterwegs, unserem aktuellen Broker des Monats. Da haben wir erst kürzlich zu dritt auch ein großartiges Webinar durchgeführt, zur Kombination Tickmill mit einem Stereo-Trader und den Gutschriften vom Broker Deal. Ja, eine mächtige Waffe für CFD und Forex-Trader. Die Aufzeichnung dazu habe ich kurz in den Chat eingestellt eben. Für alle, die dann die Aufzeichnung sich anhören, einfach auf YouTube nach Brokerdeal und Tickmill suchen. Das Video heißt eine mächtige Waffe für CFD-Trader. Das heutige Webinar wird ebenfalls aufgezeichnet und ist dort auch in Kürze zu finden. Ein Disclaimer muss natürlich auch sein, damit alles seine Richtigkeit hat. Ja, Finanzprodukte mit Hebelwirkung wie Futures, CFDs und Devisen bergen ein hohes Risiko für ihr Kapital. Deshalb sind sie nicht für alle Anleger geeignet. Mit dem Handel solcher Produkte können die Verluste das eingesetzte Kapital übersteigen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und mit den in dieser Webinare interviewten Brokern können Geschäftsbeziehungen bestehen. Selbstverständlich, das ist ja da auch der Clou in der ganzen Sache, dass Sie bei unseren Partnern-Brokern einen exklusiven Vorteil habt. Bei Tickmill sieht das konkret so aus, kurz zusammengefasst, dass ihr den DAX CFD, der ohnehin nur 0,65 Punkte Spread aufweist im Schnitt, was schon extrem gut ist, sogar am Ende nur mit 0,55 Punkten Spread handelt. Und beim Euro-US-Dollar gibt es auch 20% Mitgliedervorteil, sind am Ende nur 0,53 Pip-Kosten statt 0,66. Ja, besser kann es für Trader eigentlich nicht mehr kommen, wage ich mal zu behaupten. Das war es auch schon mit meiner Eigenwerbung, die aber eben ein Win-Win für alle darstellt. Und damit übergebe ich auch schon an Mike. Freue mich auf die nächste Stunde mit ihm, mit euch. Viel Spaß. Und wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat einstellen. Wir kümmern uns dann wie immer darum. Freue mich auf die nächste Stunde. So, jetzt muss ich Ja, dich. Michael, ganz lieben Dank für deine einleitenden Worte. Wenn du mir noch kurz den Monitor mit übergibst, dann kann ich direkt auch das Bild mit zeigen für die heutige Präsentation. Müsstest du jetzt Super. haben? Ja, Aufforderung ist da. Kurzen Augenblick, ich muss nur den Monitor wählen. So, ja, liebe Traderinnen und Trader, an dieser Stelle von meiner Seite her ein herzliches Willkommen hier zu meinem zweiten Webinar mit Tickmill bei BrokerDeal. Letztes Mal hatten wir ja hier die Vorstellung vom Stereo-Trader, was wir hier bei Tickmill zusammen als Trader nutzen können, als Add-on sozusagen. Heute geht es um das Thema News Trading, Reiz und Gefahr. Und eine wirklich richtig gute Nachricht für alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier vorab. News Trading ist nicht nur was für Day Trading. Das ist, wie es ist. Man kann vor einer News traden, man kann mit der News traden und man kann auch nach der News traden. Das heißt, wenn wir hier wirklich marktbewegende Nachrichten bekommen, dann ist für jeden was dabei. Das sehen wir heute auch im Webinar. Das heißt, wir sprechen hier über das Thema News Trading, Reiz und Gefahr und gehen der Frage nach, wie kann man es denn schaffen, mit dem News Trading gutes Geld zu verdienen? Chancen und Risiko gibt es ja überall und News Trading bringt uns halt in die Situation, in, sag ich mal, bestimmten Punkten,
gute Trades zu finden, weil wir einfach durch die News auf bestimmte Märkte oder auf bestimmte Titel immer vorbereitet sind. Ne? Wenn also beispielsweise eine Notenbank tagt, dann weiß man halt ganz genau, man muss mal auf die Währung schauen, die davon berührt wird. Heute beispielsweise das Neuseeland-Dollar oder aber auf den entsprechenden Index, wenn die Fed tagt, da geht es ja um die US-Märkte, die richtungsweisend sind. Das hat dann auch Auswirkungen auf DAX. Das heißt, man kann mit den News gut planen. Das sprechen wir jetzt alles durch. Von meiner Seite her auch nochmal der Risikohinweis hier an dieser Stelle, der ist obligatorisch. Den bitte ich so in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Michael hat ja zum Risikohinweis auch schon etwas gesagt. Worüber sprechen wir heute? Die Agenda hier an dieser Stelle, ich baue sie einfach mal auf. Wir haben jetzt hier die Themen, dass wir Nachrichten einmal anschauen, wieso, wie und wo. Dann die Vorbereitung für das Trading. Ja, das ist ja immer wichtig, egal in welchem Zeitrahmen man tradet, man braucht eine Vorbereitung. Dann schauen wir mal, was sind denn überhaupt wichtige Nachrichten, die das Zeug dazu haben, einen ordentlichen Impact auf die Märkte zu bekommen. Wir blicken dann auf das Thema Kursreaktionen, profitabel handeln. Und letzten Punkt hier, dann sprechen wir über die Setup-Erstellung, das heißt Planung des Einstiegs, der Ziele und der Absicherung und final dann, was tun mit bestehenden Positionen, weil man kommt ja, wenn man ja, sage ich mal, im Trading auch aktiv ist, egal jetzt, ob man als Intraday-Trader aktiviert oder aber als Trader, als Swing-Trader, wie der Michael das auch gesagt hat, wie er das Ganze macht. Es kann ja immer wieder vorkommen, dass man vor einer News eine Position offen hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, was soll ich als Trader denn jetzt machen? Hier gibt es dann ein paar Ideen, wie man damit umgehen kann. Legen wir los. Und wie schon gesagt, wenn Fragen auftreten, bitte nicht scheu sein hier. Das Webinar ist dazu da, dass wir Fachfragen auch beantworten. Direkt bitte in den Chat mit reingeben und da kümmern wir uns direkt auch mit drum. Thema Nachrichten. Wie kommt man denn an Nachrichten? Früher war das ein bisschen umständlich. Da musste man immer die Zeitung lesen oder man hat irgendwo teure Kursabos, beziehungsweise teure Nachrichtenabos bestellt. Das ist heute alles viel, viel einfacher. Im Zeitalter der digitalen Medien, wir kommen überall an Nachrichten ran. Das heißt, über das Internet, über soziale Medien, über Digital- und Printmedien, über Radio und TV. Überall bekommen wir permanent Nachrichten und wenn man hinschaut, bekommt man natürlich als Trader auch immer interessante Nachrichten zu den Werten, die Sie als Traderin oder Trader interessieren können. Das heißt, wir schauen nach Nachrichten und aus welchem Grund schauen wir nach Nachrichten? Die Frage ist schnell beantwortet. Nachrichten können Kurse bewegen. Ja, witzigerweise ist es immer so, wenn man eine Kursbewegung hat, die man noch nicht erklären kann, irgendwann im Nachgang wird immer irgendwo eine Nachricht gefunden, die Initiator für diese Kursbewegung sein könnte. So what? So ist es. Aber Nachrichten können Kurse bewegen, weil einfach die Leser von Nachrichten Gedanken und Erwartungen haben und diese Nachrichten wecken dann häufig sogar Emotionen oder führen zu Aktionen. Und die Aktionen am Ende dann im Orderbuch, die führen dann entsprechend zu dem, was wir in den Kursen im Chart auch wiederfinden. Das heißt, wenn jetzt jemand verkauft in Menge oder im Verkauf, dann bewegt es halt die Kurse hoch oder runter. So einfach funktioniert das Ganze und das steckt in Nachrichten drin. Das heißt, je nachdem, wie wichtig die Nachricht ist, je wichtiger eine Nachricht ist, je größer kann der Impact auf die Märkte hier selbstverständlich auch sein. Was passiert oder was kann denn passieren, wenn eine Nachricht am Markt ankommt? Nachrichten rufen in der Regel erst einmal kurzfristig oder können erst einmal in der Regel kurzfristig Ungleichgewichte hervorrufen, wie wir das hier an dieser Märkte oder an dieser Waage auch mit sehen. Man muss aber wissen, dass es in geregelten Märkten eigentlich keine Ungleichgewichte kommt. Das heißt, Nachrichten können hier zu Bewertungsveränderungen führen und diese Änderung der Bewertung, die kann dann zu Preis Abweichungen führen. Und diese Situation, in der wir uns da befinden, das ist das, wo wir Trader einen Vorteil finden können, weil wenn es Preisabweichungen gibt und wir sehen das, dann wird der Markt dafür sorgen, der gerechte Markt sorgt in der Regel immer für einen Ausgleich. Und das kann hier für aktive Trader ein kurzfristiger Preisvorteil sein. Und das können wir uns zunutze machen, wenn wir genau das sehen. Wir müssen halt nur richtig hinschauen. Das hier an dieser Stelle die wichtige Message.
Blicken wir noch mal kurz in die Nachrichten rein. Wie kommt denn eine Nachricht zu uns? Das kann jeder für sich selbst auch beantworten. Was lesen wir denn häufig zuerst? Wir lesen häufig zuerst eine Überschrift. Und wenn uns die Überschrift interessiert, dann lesen wir genauer nach. Und bei den Überschriften, gerade im Handel an den Kapitalmärkten, ist eines extrem wichtig. Überschriften klingen oft sehr, sehr positiv. Das heißt, für uns Trader ist es wichtig, wir müssen zwischen den Zeilen lesen. Wenn man beispielsweise auch mal eine Pressemitteilung von der Zentralbank liest oder einer Pressekonferenz lauscht, dann klingen selbst die schlechten Sachen immer sehr positiv. Das heißt, das wird schon ganz gut verpackt. Und das ist wichtig. Man muss hier definitiv zwischen den Zeilen lesen. Sich selbstverständlich auch in irgendeiner Art und Weise Gedanken darüber machen, was das bewegen kann. Aber, und das ist etwas, das sage ich all denjenigen, die mich auch fragen, wie ich das mache, beziehungsweise die in meinen Ausbildungseinheiten öfter mal mit dabei sind. Ich gehe hier immer so vor, dass ich immer warte, was der Markt macht. Und wenn der Markt mir zeigt, wie er auf die Nachricht reagiert, dann komme ich ins Spiel. Ja, als Trader habe ich mir das einfach zur Angewohnheit gemacht. Ich möchte dem Markt nichts vorwegnehmen, weil ich ja nicht weiß, welche Erwartung das große marktbewegende Geld hat. Und aus diesem Grund warte ich immer zuerst, was der Markt macht. Und dann komme ich als Trader hinzu. Vorher mache ich natürlich meine Setup-Planung. Und das, was dann passt, dem schließe ich mich dann entsprechend auch mit an. Schauen wir mal auf ein paar wichtige Nachrichten, wo man einfach sagen könnte, diese Nachrichten, die haben das Zeug dazu, die Kurse ordentlich zu bewegen. Das sind Nachrichten wie beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt, Einkaufsmanagerindex, das sind Verbraucherpreisindizes, Nachrichten um die Arbeitslosenzahlen, Inflationserwartungen, Zinsentscheide, Mitteilung von der Weltbank, der IWF, der OPEC, letzteres hat beispielsweise Auswirkungen auf die Ölpreise oder die Nachrichten, die wir auch jede Woche Mittwoch vom US-Markt bekommen, das Thema der Rohöllagerbestände. All das sind Nachrichten, die die Kurse deutlich bewegen können. Wir haben ja heute beispielsweise auch wieder Nachrichten vom Ölmarkt bekommen, die sind schlechter ausgefallen als erwartet. Was ist passiert? Der Ölpreis ist etwas unter Druck geraten und das WTI ist im Kurswert gesunken, nachdem es gestern noch gestiegen ist. So einfach läuft das ganze Geschehen. Die Auswirkungen an sich, das hatte ich vorhin ja auch schon mal gesagt, haben auf bestimmte Märkte halt ihren Fokus. Das heißt, hier in diesem Bereich, im Bereich der Aktienindizes beispielsweise, können die Nachrichten sich auf die Bewegung im DAX, im S&P 500 oder im Dow Jones Industrial auswirken. Oder aber auch, wenn eine Zentralbank was an der Zinsschraube macht, dann hat das immer auch Auswirkungen auf die Bonds. Das heißt hier beispielsweise im Bund oder in den US Treasuries. All das können wir ja hier bei Tickmill, beispielsweise auch die Zinsanleihen der Deutschen Bundesrepublik, die können wir hier sehr schön traden, das Ganze auch zum Trading nutzen. Da gibt es morgen von mir auch wieder eine Handelsidee dazu, weil da eine sehr, sehr interessante, sage ich mal, Chartsituation da ist. Und das Ganze hier ist zu traden. Und wenn Nachrichten kommen, dann kann man darauf auch reagieren. Selbstredend hier Auswirkungen auf die Rohstoffe, beispielsweise im Öl oder im Gold und Silber. Das sind Nachrichten, die haben wir hier als Relevanzen da und die können wir mit den entsprechenden Produkten selbstverständlich auch mit umsetzen. All das übrigens auch Dinge, die wir zu sehr, sehr guten Konditionen und mit sehr kompetitiven Spreads hier bei Tickmill sehr schön traden können. Und letztendlich natürlich, wir reden hier auch über das Trading am Forex-Markt, haben solche Nachrichten auch immer Auswirkungen auf die Währungen. Da schauen wir uns nachher auch mal noch eine Währung an. Ich kann mal ganz kurz den Chart schon mal zeigen, was ich vorbereitet habe. Hier haben wir mal Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Das hier ist die Tageskerze von heute. Da gehe ich nachher drauf ein, was der Grund des Impacts gewesen ist und wie man als Trader sowas entsprechend auch anfassen kann. Machen wir später in Kürze an der entsprechenden Folie. Das heißt, diese Auswirkungen können wir auf der Nachrichtenseite sehen. Und jetzt kommt es dazu, wie kann man sowas denn profitabel handeln? So, und beim Handel von Nachrichten ist eines extrem wichtig. Es ist mittlerweile bekannt, dass vor wichtigen Nachrichten die Liquidität an den Märkten zurückgeht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und das müssen wir als Trader einfach wissen. Das heißt, bevor Nachrichten kommen, kann man davon ausgehen, dass in der Regel die Liquidität an den Märkten zurückgeht, dass sich Spreads ausweiten und dass wir mit einer deutlich erhöhten Volatilität rechnen müssen. Und was ist dann für uns als Trader bei der Wahl des Brokers auch extrem wichtig? Wir brauchen einfach einen Broker, der uns in solchen Situationen nicht im Stich lässt.
Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie wollen traden und Ihr Broker hat nicht die Möglichkeit, Ihnen die Liquidität zu bieten, um ordentlich traden zu können. Da brauchen Sie bei Tickmill überhaupt keine Sorgen zu haben. Hier wird für ordentlich Liquidität gesorgt. Das heißt, hier muss man bei der Brokerwahl einfach darauf achten, dass Top-Spreads bei Nachrichtenveröffentlichungen vorhanden sind, dass man bei wichtigen Nachrichten kaum Slippage hat und dass man eine sehr tiefe Liquidität hat. Und das Letzte kann auch dafür sorgen, dass Sie während wichtiger Nachrichten immer schön frei handeln können. Das ist bei Tickmill gegeben. Das heißt, da haben wir einen sehr, sehr guten Partner hier als Trader, mit dem wir solche Events auch gut und schön traden können. Das ist hier das Wichtige, gerade im kurzfristigen Trading, wer das dann im Intraday-Trading machen möchte, um direkt auf gewisse Marktnachrichten mit zu reagieren. Das als Hinweis, wenn wir das Ganze profitabel traden, ja, möchten. Wie traden wir denn nun Nachrichten? Es gibt an den Nachrichten selbstverständlich immer zwei verschiedene Ansätze. Zum einen oder eigentlich drei, vor der Nachricht, direkt danach oder etwas später. Wir schauen jetzt mal, wie das Ganze gehen kann. Nachrichten sind am Markt bekannt geworden. Das heißt, wir haben danach direkt die erste Marktreaktion. Mit der Nachricht reagiert der Markt in irgendeiner Art und Weise, nach oben, nach unten oder gar nicht. Wir werden sehen, wie das dann läuft. Aber es ist auf alle Fälle so, irgendwas macht der Markt. So, heißt also, wir können das Ganze traden kurzfristig in kleinen Zeiteinheiten. Hier beispielsweise im Chart der 5 Minuten. Da kann man einfach nach der Nachricht warten, was der Markt macht, um dann zu sehen, wie kann sich das Ganze denn in den kleinen Zeiteinheiten abbilden. Wir gucken mal kurz in den Chart. Wir haben ja hier gesehen, Neuseeland-Dollar, US-Dollar ist hier massiv nach unten abgefallen. Gestern hier sind wir noch am Widerstand oben dran gewesen und dann kam eine Nachricht, die hat den Markt nach unten gedrückt. Wenn wir jetzt hier mal in die Stunde sehen, dann sehen wir einfach diesen massiven Schub nach unten und das war es gewesen. So, wer sich das Ganze jetzt allerdings in der Minute beispielsweise anschaut, da müssen wir jetzt nur mal ganz kurz etwas kleiner scrollen hier im Chart. Da können wir mal sehen, wie sich das Ganze oben entwickelt hat. Schaut euch das mal an. Hier, da kam die Nachricht rein. Na, hier, da hat es geknallt. Erstmal kam der Schub nach unten, danach ging es kurz sozusagen nach oben und dann ging es hier wieder etwas nach unten. Und der kurzfristige Trader, der kann halt davon profitieren, dass wir beispielsweise hier unten in diesem Bereich sagen, okay, wenn dieser Schub jetzt wieder zu Ende ist und der Markt wieder in Richtung der vorhergehenden Bewegung reingeht, dass man dann sagt, jetzt haben wir das Signal, dass die Märkte weiter sinken wollen. Wir haben hier oben ein schönes Doppeltop, da kann man sich oben absichern. Hier eröffnet man dann die Position und geht nach unten rein. Trade-Planung kann man dann sagen, je nachdem, wie der eigene Zeithorizont ist. Man muss halt auch wissen, wir traden hier oder wir haben hier den Minutenchart im Blick. Da muss man halt entsprechend auch daran arbeiten, dass die Ziele entsprechend der gehandelten Zeiteinheit auch nahe genug liegen. Nicht, dass wir uns hier ein Ziel suchen, was auf Tagesbasis nur erreichbar ist, einfach weil die Schwankungen so weit sind oder die Spanne so weit ist. Das muss man einfach sehen. Aber der kurzfristige Trader kann dann beispielsweise sagen, wo sind denn gute Ziele, wo kann man denn rein? Und hier hat man halt beispielsweise auch das Tief nach dieser Reaktion. Dieser Bereich wäre hier beispielsweise ein guter Punkt gewesen, um rauszugehen aus dem Markt, Gewinnmitnahmen zu machen. Das kann man von oben heraus halt alles gut planen. Sieht man auch schön das Chance-Risiko-Verhältnis. So kann man das Ganze im kurzfristigen Bereich entsprechend auch mit angehen. So, gut, das hätten wir also. Erste Marktreaktion. Kurzfristig tradebar in den kleinen Zeiteinheiten. Wie schon gesagt, 5-Minuten-Trend oder Minutentrend, das ist das, was jeder für sich selbst entscheiden möchte, wenn er denn daneben sitzt. Das heißt, hier können wir die erste Reaktion sehen und im zweiten Schritt mit dieser Reaktion auch traden. So. Wenn wir allerdings Nachrichten bekommen, die marktverändernd sind, das heißt, wo sich wirklich ein ganzer Markt umrichten kann, wo Analysten auch andere Ziele setzen und so weiter und so fort, die haben dann das Potenzial, jetzt nicht nur kleine Zacken im Stundenchart oder im 5-Minuten-Chart zu hinterlassen, sondern die haben tatsächlich das Potenzial, den Tageschart zu verändern. Und das ist das Interessante. Für diejenigen, die nicht die Zeit haben, aus beruflichen Gründen beispielsweise in den kleinsten Zeiteinheiten zu traden, die können dann nämlich sagen, wenn wir hier etwas haben, was wirklich starken Impact auch auf die Charts im Stunden- oder Tageschart hat, das kann man sehr, sehr schön als Swing Trader zum Handeln nutzen. Das heißt, das ist optimal für Swing Trades, heißt halt für berufstätige Trader auch geeignet. Auch da Tickmill, ein hervorragender Broker, gerade auch für diesen Bereich. Also Sie sehen schon das Thema der Nachrichten. Das hatte ich ja am Anfang auch gesagt. Das ist nicht nur für schnelle, kurze Intraday-Trades, sondern halt auch, wenn die Nachrichten so stark sind, dass sie den Markt verändern,
Der Brexit war da ein sehr, sehr schönes Beispiel. Seitdem wir den haben, haben wir ja durch die Nachrichten um den Brexit immer wieder Dinge, die wir hier auch im Tagesschart mit handeln können. Das kann ein berufstätiger Händler selbstverständlich auch sehr gut umsetzen. Und der berufstätige Händler, der kann dann beispielsweise an dieser Stelle auch sagen, Nachrichten, tagsüber einfach mal ein paar Nachrichten verfolgen, sich schon ein paar Gedanken machen. Und wenn Sie dann, egal zu welcher Zeit, wieder zu Hause sitzen und am PC eine Vorbereitung machen können, dann haben Sie schon mal ein paar Nachrichten hier oben im Kopf gesammelt oder Sie haben sich die irgendwo abgelegt, dass Sie nochmal in Ruhe nachlesen können für das Research. Und dann können Sie ganz in aller Ruhe aus diesen Nachrichten heraus Ihre Swing Trades entsprechend auch mit planen. Ich habe hier mal ein Beispiel gemacht, Nachrichten traden. Genügend Zeit für alle. Das ist schon ein etwas älterer Chart hier, aber er bringt das Ganze relativ gut auf den Punkt. Schauen wir mal einfach hin. Wir haben hier den Chart vom Euro-US-Dollar. Und da haben wir hier, ich habe das Beispiel auch mit drinnen wegen dem Brexit, der beschäftigt uns ja wirklich schon nun eine ganze Weile. Und wir sehen hier, hier gab es die erste Marktreaktion nach dem Brexit-Votum. Ne? Hier oben, das konnte man dann gut auch als Intraday-Trader nutzen für das kurzfristige Trading. So, da gab es diesen starken Schub nach unten. So, und danach ging es eine Weile seitwärts, dann ging es etwas aufwärts. So, derjenige, der jetzt hier beispielsweise als Swing-Trader unterwegs sein möchte und sich sagen möchte, okay, wir haben jetzt hier eine starke Reaktion nach unten. Wir müssen mal schauen, was die Märkte machen. Hätte hier jetzt beispielsweise auch die Möglichkeit gehabt, nach dieser Art Bodenbildung hier etwas Weg nach oben mitzunehmen. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen, die ein Swing-Trader nach so einem starken Kursrückgang hat. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich die zu sagen, gut, wir haben jetzt hier schon einen abwärts gerichteten Markt. Wir warten doch einfach mal ab, bis wir hier Korrekturumkehrmuster bekommen, die wir dann in Richtung des Trends traden können. Das heißt, hier ist viel, viel Zeit zu sagen, gut, lassen wir den Markt hier einfach mal nach oben laufen. Wir gehen in den Markt rein, wenn die Umkehrsituation kommt. Und die kam tatsächlich hier oben in diesem Bereich hier. Da war der Trend wieder auf die Unterseite mit abgerichtet, hier in die tiefe Korrektur hineingelaufen. Hier konnte man auch den nächsten Trade in die Abwärtsrichtung mit eröffnen und der Markt lief dann wirklich auch sehr, sehr, sehr schön nach unten mit hinein. Dann gab es wieder Korrektur nach oben und dann hier eine nächste Reaktion, die sehr, sehr gut auch für das Trading genutzt werden könnte. Hier die Marktreaktion nach der US-Wahl beispielsweise. Na, hier sehen wir, da ist der Markt nochmal kurz nach oben gespiked, um dann ordentlich nach unten zu schieben. Und das wiederum ist etwas Schönes, so ein Spike nach unten. Das ist gut geeignet für das Intraday-Trading. Und für diejenigen, die Swing-Trading machen, die konnten dann einfach sagen, okay, wir schauen einfach mal, wenn der Markt hier weiter fällt, dann richtet sich der Markt ja wieder nach der übergeordneten Trendrichtung aus. Und das ist dann ein guter Zeitpunkt zu sagen, läuft es drunter, könnte es weitergehen, Trendfortsetzung in diesem Bereich, das ist gut. Eine nächste Reaktion haben wir in diesem Chart auch noch drinnen. Hier gab es die Reaktion nach der EZB-Sitzung. Ja, der Markt ist hier im Vorfeld etwas nach oben gelaufen. Das ist übrigens auch eine gute Art und Weise, wenn man Nachrichten traden möchte und man schaut so eine Woche, vielleicht auch anderthalb Wochen vorher mal in die Charts rein, dann deutet sich hier häufig eine, sag ich mal, Situation an, wo der Markt die Erwartungen einpreist. Ja, das heißt, wenn positive Erwartungen da sind, dann steigen die Kurse, sind negative Erwartungen da, dann fallen die Kurse erst einmal. Das alles vor dem Event. Und wenn sowas lang genug vor dem Event anfängt, dann haben wir als Trader halt auch die Möglichkeit, vor der News zu traden und vor der News Kapital zu erwirtschaften. Einfach durch die Einpreisung der Erwartungen auf dem Markt. Und dann kommt die beispielsweise, wie hier in diesem Chart jetzt zu sehen ist, die EZB-Sitzung und dann gab es hier die Korrektur und dann hat es den Markt wieder nach unten geschoben. Das konnte man auch wiederum sehr schön im Intraday-Trading traden. Und genauso konnte man das allerdings auch, man sieht es hier, als Swing-Trader traden nach der News als Berufstätiger. Also wir sehen hier anhand dieses Beispiels, wie vielfältig der News-Trading-Handel eigentlich ist. Ja, das kann jeder für sich nutzen, je nachdem, welcher Zeithorizont auch mit da ist. Gucken wir uns das Ganze mal auf Indexbasis an. Ich habe jetzt hier mal den Euro Stoxx 50 genommen. Ich weiß, sehr, sehr viele traden auch immer sehr, sehr gerne auch den DAX.
Man kann den DAX traden, immer wieder sehr, sehr schön. Er läuft ja fast genauso wie der Euro Stoxx 50 oder umgekehrt, der Euro Stoxx 50 läuft ja fast genauso wie der DAX, nur die Handelsgröße ist ein bisschen eine kleinere. Ne? Der DAX hat ja eine größere Punktewertigkeit, aber das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Hier mal der Euro Stoxx 50, das gleiche hier in ähnlicher Art und Weise. Hier gab es hier, das war Schlusskurs, das hier war der Brexit, das Brexit-Votum. Da gab es einen richtigen, richtigen Knall nach unten. Wir haben ein riesengroßes Gap gehabt. Und was ist danach passiert? Und das ist wirklich hochinteressant. Die kurzfristigen Intraday-Trader, die konnten sich hier an diesem Tag ein bisschen austoben. Alles gut und schön. Diejenigen, die da aber nicht die Zeit dazu hatten, die konnten sich einfach sagen, okay, wir warten doch einfach mal ab, bis der Markt uns hier eine Entscheidung gibt. Das hat jetzt 2 Tage gedauert, bis wir untergeordnet wieder die Aufwärtsdynamik gesehen hatten, aber dann ging es nach oben. Dann konnte man schön in diesen Markt einsteigen. Es war zwar weiter volatil, aber man sieht sehr schön, wie der Trend sich nach oben auch entwickelt hat und danach auch stabilisiert hat. Das heißt, hier sehen wir auch wieder, die Zeit ist der Freund des Händlers. Ja? Der kurzfristige Trader kann sich ja immer austoben, aber der Swing Trader, weil er beruflich unterwegs ist, der muss halt irgendwo sehen, wie er mit solchen Nachrichten auch zurechtkommt und damit ebenfalls Geld verdient. Und das kann man wirklich sehr, sehr, sehr schön machen. Man kann hier, ich zeige das mal ganz kurz bei Tickmill, wir haben hier beispielsweise alle Indizes auch offen, also die drei US-Indizes, den Dow Jones, den S&P 500, den Tech lastigen Nasdaq. Wir haben hier den DAX drinnen. Wir haben hier den Euro Stoxx 50 drinnen. Also haufenweise Indizes, die wir auch weltweit sehr schön traden können. Hier Europa ist gut vertreten. Wir haben Japan vertreten. Wir haben UK vertreten. Also wir haben hier alle Möglichkeiten, wo wir mit den Nachrichten gut traden können und auch den UK-Markt mit dem Thema Brexit kann man hier wirklich hervorragend traden und die Nachrichten daraus sehr, sehr, sehr schön entsprechend umsetzen. Hier nochmal zurück zum FESX, zum Euro Stoxx 50 Markt beispielsweise. Da kann man halt die, sage ich mal, Nachrichten nehmen, das Ganze gut hochtraden. Hier den gleichen Spaß, den wir gerade im Euro gesehen haben. Sehr, sehr gut tradebar. Wir hatten hier die US-Wahl und das Italien-Votum gehabt. Was ist passiert? Der Markt ist hier massiv nach unten gefallen und ist dann innerhalb des Tages direkt vom ersten Kurs nach oben gestiegen. Das war sehr schön fürs Intraday-Trading. Die Swing-Trader, die konnten hier einfach abwarten und gucken, was passiert ist. Und hier haben wir ja sehr, sehr schön die Situation gehabt. Hier war die leichte Korrektur. Dann kam plötzlich wieder Nachfrage rein, die Stärke. Und dann kann man das nach oben traden. Das heißt, der Swing-Trader kann sich hier trotzdem austoben. Er braucht halt einfach nur ein kleines bisschen Geduld und alles ist gut. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie wir das mit den Charts heutzutage auch sehr gut visualisieren können. Hier ein Beispiel, ich hatte das ja vorhin schon so ähnlich gezeigt, im Live-Chart der Währung, die Visualisierung der Marktreaktion. Das ist bei mir auch Standardvorgehen. Das heißt, wir haben hier die Kursreaktion nach der Nachricht, die gucke ich mir gerne im Stundenchart beziehungsweise im 5-Minuten-Chart an. Wir sehen hier den Schub nach oben und hier drüben das ganze Prozedere in der kleineren Zeiteinheit. Da gab es ebenfalls den Schub nach oben. Das ist das, was wir in der Stunde gesehen haben. Und danach, ja, da gab es hier so ein bisschen die korrektive Phase. Das heißt, wer diesen ersten Schub nicht traden konnte, der guckt sich einfach an, was ist denn jetzt hier passiert. Und wenn man das beispielsweise mal so sieht, hat man hier den Abwärtstrend und sieht, dass dieser Abwärtstrend durch diesen Move nach oben, ja, gebrochen wurde. Und das heißt also in diesem Falle, wenn es hier dazu kommt, dass diese seitwärts laufende Phase nach oben weitergeht, dann haben wir hier die Korrektur und den Markt nach oben laufen, sobald er wieder nach oben geht. Das heißt, wenn wir hier oben drüber laufen, sehen wir, was der Markt uns sagt. Der Markt kauft dann hier sozusagen die Nachricht und preist alles nach oben ein. Und das ist das, wo hier ein Aufwärtstrend in der kleineren Zeiteinheit entsteht. Und das können wir Händler sehr, sehr schön zum Traden nutzen. Das heißt, die Bilder, die wir hier sehen, sind so ein bisschen unabhängig von den Zeiteinheiten. Wir schauen hier einfach nur auf die Trends. Und wenn ein Markt eine Nachricht kauft, entsteht in der Regel ein Aufwärtstrend. Und wenn ein Markt eine Nachricht verkauft, entsteht in der Regel ein Abwärtstrend. Und das ist das, was wir zum Traden sehr, sehr gut nutzen können, egal ob wir Intraday kurzfristig traden wollen oder ob wir als Swing Trader eher in Richtung des Tages hinein traden wollen, wenn es der Markt halt hergibt. Das heißt hier mit dem Wissen, was wir jetzt haben, können wir, wenn wir den Markt richtig beurteilen, sagen, wie geht es denn weiter? Wir bleiben bei dem Beispiel, was ich jetzt gerade auch gehabt habe. Wir schauen jetzt hier drüben, das war
das, was wir die Stunde sehen. Die Stunde ist hier abwärts gelaufen und das ist das, was die kleinere Zeiteinheit hier, die 5 Minuten, uns nach unten zeigt. So, und wir haben jetzt hier ganz klassisch die Situation. Die Nachricht kam, das hatten wir ja besprochen. Wir haben hier entsprechend die Kursreaktion nach oben gehabt. Wir haben hier die Korrektur und wir als Händler können jetzt an dieser Stelle überlegen, was muss denn jetzt passieren, damit der Markt uns ein Signal gibt für die Long-Richtung, wenn der Markt die Nachricht kauft und nach oben weiter steigt. Korrekt. Wir brauchen Kurse über diesen Wert hier oben. Das heißt, was wir für die Planung sehr, sehr schön machen können, ist, wir können sagen, gut, wir wollen diesen Trend nach oben folgen. Und der setzt sich ja fort, wenn er hier oben über diesen Hochpunkt läuft. Das heißt, wir können hier oben hin einfach eine Stopp- oder eine Stopp-Limit-Order setzen, um in den Markt reinzugehen. Wir wissen auch genau, wo wir nicht mehr drin sein dürfen. Das heißt, wenn wir diesen Trend hier traden wollen, der nach oben läuft, und wir wollen kurzfristig die Absicherung auch finden, dann wird dieser Trend ja dann nicht mehr handelbar sein, wenn er bricht. Das heißt, wir wissen, wenn das jetzt hier oben anläuft und danach der Markt sagt, Elevage, das war jetzt nichts, ich will runter, dann haben wir hier schön eine enge Absicherung, weil wir wissen nie, wie hoch der Markt läuft, aber wir wissen, wo man absichern kann. Heißt also, Absicherungslevel ist dann auch schon da, das kann man alles vorbereiten. Und dann kommt es immer zur wichtigsten Frage, wo möchte ich denn Ziele mitnehmen? Das heißt, da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Man kann beispielsweise mit dem sogenannten Measured Move nutzen. Das heißt, man misst einfach hier diese Distanz aus zwischen Entry und Stop, packt das oben drauf und hat dann seinen Zielbereich. Oder aber etwas, was ich sehr gerne nutze. Ich blicke einfach in den Chart hinein und schaue, wo sind denn hier wichtige Punkte, an denen ich beispielsweise Gewinne mitnehmen kann, weil das Marken sind, wo der Markt möglicherweise ranläuft. Und da haben wir hier beispielsweise vorher im abwärtsgerichteten Markt halt die Punkte, wo die Korrekturhochs gewesen sind. Und dort könnten unter anderem Kauforders lauern. Und wenn ich meine Position, die ich hier long gegangen bin, abgeben möchte, brauche ich ja jemanden, der kaufen möchte, weil ich stehe ja dann auf der Verkäuferseite. Und das sind die Dinge, wie wir sie hier in der Chart-Historie auch sehr, sehr schön mit planen können. Ja? Oder man orientiert sich an naheliegenden Tageshochs. Das sind ja alles Dinge, die kann man sehr, sehr schön für das Trading entsprechend auch mit nutzen. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, wie das Ganze hier in diesem Beispiel auch gelaufen ist. Wir hatten hier unseren Entry, wir hatten hier 2 Ziele und wir sehen, der Markt ist schön nach oben gelaufen, in die Targets rein. Das heißt, hier in diesem Fall hat für die Long-Richtung alles sehr, sehr schön funktioniert. Das ist nicht immer so. Ja, im Trading gehören Verluste einfach auch dazu. Wichtig ist es halt, dass wir unseren Trade immer extrem eng absichern. Gerade wenn wir auch die ersten Marktreaktionen traden, die auch gegen den vorherrschenden Trend laufen können, da ist es halt wichtig, dass wir die Risikokontrolle extrem eng mit hier im eigenen Portfolio absichern, damit wir auch immer liquide bleiben, um weitere Trades entsprechend mitzugehen. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal in der größeren Zeitrichtung an. Das heißt, wir blicken jetzt mal von den Intraday-Trading-Ideen raus in den Tageschart. Hier haben wir den Chart, den kennen wir gerade noch vom Eurostoxx 50. Hier hatten wir schön die Seitwärtsphase. Hier hatten wir die erste Reaktion nach der US-Wahl beziehungsweise dem Italien-Votum. Das war damals eine wichtige marktbewegende Stellung gewesen. Wir hatten darüber gesprochen. Es gab ein ordentliches Downgap und das wurde sofort wieder aufverkauft. Und das ist ein wichtiger Punkt. Der Markt wollte hier nicht tiefer. Er hat die Chance genutzt. Dazu sagt uns das ganze Bild etwas. Der Markt will hier eher nach oben als nach unten. Heißt also, hier ist er nach oben gelaufen. Hier gab es die Konsolidierung auf hohem Niveau. Heißt, wenn der Markt oben drüber rausgeht, dann ist das unser Signal, jetzt kann ich reingehen, weil der Markt mit guter Wahrscheinlichkeit nach oben läuft. Das ist hier ein wichtiges Zeichen, um das Ganze zu traden. Das ist der Punkt im Tageschart. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, hier sehr, sehr schön das Kursmuster, die Flagge, die sich nach dieser ersten Reaktion entwickelt hat. Ein Ausbruch aus einer solchen Flagge ist dann entsprechend hier der Entry. So, und für diejenigen, die das Ganze als Swing Trade mithandeln, da ist der Event sozusagen geschehen und wichtig ist, dass man sich eine Absicherung sucht. Und wenn die Kerzen lang sind, dann fühlt sich der ein oder andere meistens nicht wohl, wenn er sich unter dem Event abstoppen muss. Ich mache sowas sehr, sehr gerne. Wer das nicht kann oder nicht möchte, der sucht sich irgendwas zwischendrin. Bei langen Kerzen empfiehlt es hier sich beispielsweise
grob in der Mitte der Kerze abzusichern, um einfach, wenn die Kerze zu lang ist, der Weg zu weit ist, rauszugehen aus dem Markt. Weil wenn der Markt wirklich bis hier runterfällt, dann wäre die Position da so und so hinüber. Aber das bedingt halt auch, wenn wir hier intakt bleiben und hier nur eine kurze Gegenreaktion kommt, der Markt dann wieder hochdreht, dass man halt den Wiedereinstieg als Center suchen sollte, wenn man dieses ganze Szenario weiter mit nach oben traden möchte. Das hier mal wichtig genannt, was das Thema der Stoppsetzung angeht. Ansonsten haben wir hier die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr schöne Ziele auch zu planen. Wenn man das mal hat, wenn der Ausbruch hier kommt, hier hatten wir einen Zwischenhoch gehabt. Das heißt, hier Bodenbildung, hier, wenn wir hier oben drüber laufen, haben wir ja schön die Aufwärtsdynamik, die sich nach oben fortsetzen kann. Das heißt, wenn hier der Bruch kommt, nach oben laufen, erstes Anlaufziel wäre für mich oder ist für mich immer erst einmal hier der nächste Widerstand. Den haben wir da. Wer das Ganze deutlich weiter noch in die Zukunft traden möchte, je nachdem, wie das Positions- und Portfolio-Management auch ausschaut, der kann sich halt sagen, okay, wenn so ein Markt wirklich weiterläuft und wir uns nach oben stabilisieren, der kann sich hier halt suchen, wo sind denn hier markante Level, wo man auch Ziele suchen kann. Und wenn wir hier auf diese Chartseite hier drüben gucken, auf die rechte Seite, dann wissen wir halt oder sehen wir halt, das hier und das hier sind einfach markante Level, wo der Markt hinlaufen kann. Das sind Ziele, die wir mit angehen können. Das also zur entsprechenden Setup-Planung. Also das heißt, die Planung besteht aus dem Einstieg, der Absicherung und möglicher Ziele. Das Ganze hier mal reingebracht, der Ausstieg bzw. der Ausbruch aus der Formation, der kam mit ordentlich Schmackes. Wir sind hier direkt auch über das erste Target drüber gelaufen und haben sogar den zweiten Zielbereich hier mitgenommen, um danach etwas in korrektive Phase zu gehen. Also das hier für das Trading wieder mal ein Beispiel gewesen, wie schön das funktionieren kann. Und das hat man halt bei vielen Punkten im Index, im Chart vom DAX beispielsweise oder im Eurostoxx 50 beziehungsweise in den FX-Währungen, beispielsweise im US-Dollar, Euro-US-Dollar beispielsweise. Da hat man das immer wieder, wo man schön die Planung auch mitmachen kann. Nun kommen wir, nachdem wir die Setup-Planung gemacht haben, das heißt, wir haben den Event gehabt, wir haben den Event getradet, alles ist gut, aber es kommt ja immer mal wieder vor, das hatte ich ja auf der Anfangsagenda auch gesagt, man kann ja in der Situation sein, dass man vor dem Event eine Position eröffnet hat und nicht genau weiß, wie soll ich mich denn jetzt vor dem Event verhalten. Und da gibt es mein Regelwerk jetzt hier an dieser Stelle mal für Sie als ja Input im Webinar, das heißt, wie verhalte ich mich als Händler? Wenn ich beispielsweise den Chart hier an dieser Stelle habe und ich habe hier an dieser Marke gekauft. Hier bin ich reingegangen in die Situation und danach kommt der Markt nach oben. Das heißt, wenn ich sage, wo komme ich denn jetzt hin? Wenn ich hier gekauft habe und der Chartverlauf am Tag vor den Nachrichten hier mich reinstellt, dann mache ich vom Prinzip her so, ich halte die Position, ziehe den Stopp nach und gut ist. Weil ich bin etwas im Gewinn. Der Markt ist noch nicht zu weit in eine Richtung gelaufen. Das heißt, es muss schon aus meiner Erfahrung her eine sehr, sehr, sehr schlechte Nachricht kommen, dass ich hier an dieser Stelle überhaupt richtig, richtig böse Verluste bekomme. Und ich weiß halt im Endeffekt auch, wenn ich hier an dieser Kerze heute kaufe und morgen kommt die Nachrichten, arbeite ich da auch entsprechend mit meinem Positionsmanagement, wenn ich unbedingt entsprechend mit reingehen möchte. Das ist die erste Situation. Die zweite Situation. Wir haben wieder hier unten gekauft und jetzt ist der Chartverlauf schon ordentlich hochgekommen. Das ist übrigens etwas, das ist das Thema Kaufen von Erwartungen. Das heißt, wenn der Markt positive Erwartungen hat, dann wird er hier nach oben ansteigen und das schon reinmachen. Wenn ich jetzt hier stehe, auch oben an dieser wichtigen Marke, dann mache ich immer einen Teilverkauf, weil ich nicht weiß, wir sind ja schon ein ganzes Stückchen hochgelaufen, wir haben schon ein ganzes Stückchen Erwartungen auch eingepreist. Das heißt, hier ist das Risiko schon deutlich groß, dass der Markt enttäuscht wird und wir einen deutlichen Kursrücksetzer sehen. Aus diesem Grund für mich Safety first. Ich gehe hier definitiv in einen Teilverkauf rein. Punkt. Der dritte Fakt ist hier, wenn wir hier oben stehen, also in einer sehr, sehr, sehr weiten Bewegung und der Chart steht hier und ich weiß, die Nachrichten kommen gleich oder die Nachrichten kommen morgen oder wann auch immer, in Zeitnähe. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe und in der nächsten Stunde im kurzfristigen Bereich oder wirklich am nächsten Handelstag kommen die Nachrichten,
dann diskutiere ich für mich jetzt hier nicht mehr rum, dann bin ich jetzt nicht gierig, sondern sage ich, wenn der Markt so viel eingepreist hat, so hohe Erwartungen hat, dass der bis da oben hin angestiegen ist, dann heißt das für mich aus Erfahrung nach, die Erwartungen sind schon sehr, sehr, sehr hoch. Und die Nachricht hat dann entsprechend auch, weil sie schon so weit vorgeprescht ist, der Markt ist schon so weit angestiegen, dann haben wir hier auch eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung. Also auch ein entsprechend hohes Enttäuschungspotenzial. Und hier arbeite ich so, man mag mich da ängstlich nennen, aber ich nehme hier immer die Gewinne mit. Ich mache die Position zu und warte dann erst einmal ab, was passiert. Das Darf ich da kurz ist nachhaken, Mike? sehr gut, Michael. Wenn Sie jetzt News noch dazu kombinieren mit einem Wochenende dazwischen oder einem Feiertag, sagen wir, würdest du dann Ja. noch eher dazu neigen, auch jetzt, wo du hier nur den Teilverkauf hattest, vielleicht schon die ganze Position zu schließen? Also wenn ich jetzt beispielsweise hier stehe und ich habe ein Wochenende vor der Tür, dann ist das natürlich immer noch was ganz, ganz anderes. Also ich sage mal generell, wenn ich weiß, ich habe jetzt ein Wochenende vor der Tür und an dem Wochenende kann sonst was passieren, dann überlege ich halt, wenn ich hier unten bin, überhaupt, ob ich die Position aufmache. Also wenn wir das jetzt hier beispielsweise Donnerstag haben und ich weiß, oder wenn das jetzt hier der Freitag ist, so ist die Chartsituation. Ich habe hier unten mein Kaufsignal, und an dem Tag vorm Wochenende, und Montag kommt die Nachricht, an dem Tag vorm Wochenende wird mein Signal getriggert. Dann mache ich die Position gar nicht erst auf, weil mir da hier das Risiko zu groß ist, dass ich übers Wochenende irgendeine schlechte Nachricht bekomme und ich nicht mehr reagieren kann. Und am Montag, wenn die Nachricht dann kommt, der Kurs sonst wo steht. Das heißt, hier würde ich die Position gar nicht aufmachen. Wenn ich hier stehe und ich weiß, ich habe ein Wochenende vor der Tür, dann sage ich auch, dann mache ich nicht nur einen Teilverkauf, wenn mir das zu heikel ist, sondern dann gehe ich hier wirklich komplett raus aus der Position, einfach weil die Zeitspanne so groß ist, dass ich nicht mehr reagieren kann. Das ist ja gerade auch bei 24-Stunden-Märkten wichtig, ne? Ja, sehr schön, da sind wir d'accord. Danke. Genau. Klasse. Schön. Ja, mit dem Punkt an dieser Stelle sind wir auch mit der Agenda sozusagen durch. Und bevor wir uns gleich in die Fragerunde hier auch mit reinbegeben, möchte ich noch gerne zwei Sachen an dieser Stelle loswerden, die für alle Zuschauerinnen und Zuschauer auch sehr, sehr wichtig sind. Zum einen, der Michael hat das ja vorhin auch schon angekündigt, ich arbeite mit Tickmill seit sehr, sehr langer Zeit zusammen, weil es einfach ein super, super Broker ist, extrem wettbewerbsfähig, und wir machen hier jeden Morgen eine sehr, sehr schöne Marktvorbereitung für jeden Händler. Das heißt, wir schauen hier jeden Morgen in die Charts rein und schauen einfach, wo sind ideale Handelsbedingungen, wo kann Bewegung reinkommen, sei es jetzt für das kurzfristige Intraday-Trading oder auch für das Swing-Trading. Da, wo Bewegung reinkommt, kann man ja auch handeln. Das Ganze machen wir jeden Morgen hier. Wir haben tägliche Live-Marktsitzungen. Wir haben täglich technische Analysen. Wir haben Live-Webinare. Also einfach mal hier die Seite von Tickmill liken auf Facebook beispielsweise oder aber auch mal auf die Website von Tickmill einfach draufgehen. Ich will das mal ganz kurz zeigen an dieser Stelle hier. Das ist hier die Website von Tickmill. Hier finden wir als Traderinnen und Trader, also Sie, die heute hier zuschauen, alle Informationen rund um den Broker. Michael hat da ja vorhin schon ein bisschen was erzählt. Wir finden hier die Top Konditionen, wir finden die Kontoarten mit den wirklich super, super Sachen. Man handelt hier zu zwei Geldeinheiten pro Seite, wenn man beispielsweise im Währungshandel unterwegs ist. Also wirklich super. Und hier finden wir zum einen bei dem Thema Ausbildung unsere Webinare. Da kann sich jeder wirklich anmelden. Hier beispielsweise auch unsere Morning Briefings. Das ist morgen wieder. Da braucht man einfach nur drauf zu klicken und dann entsprechend die Registrierung über GoToWebinar zu machen. Und wer das Ganze halt damit verfolgen möchte, ist dann jeden Morgen auch wirklich live dabei. Und wir haben hier unseren Blog, und in dem Blog, da schreibe ich jeden Morgen ein paar Handelsideen rein. In der Regel sind das drei Charts mit Ideen. Die beschreibe ich hier an dieser Stelle auch, was das Ganze ist, was das Ganze kann und auf was man als Händler achten sollte, in beide Richtungen rein. Und das sind die Dinge, die hier wirklich sehr, sehr, sehr wichtig sind an dieser Stelle. Und das Thema Ausbildung ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist etwas, das mir persönlich auch sehr stark am Herzen liegt, weil ich halt weiß, dass ein Händler, der genau weiß, wie die Märkte funktionieren, sehr, sehr gut wahrscheinlich profitabel traden kann. Und durch die Ausbildung weiß ich halt auch, wo die Fehler liegen. Aus diesem Grund gibt es aktuell eine Online-Ausbildung, die startet im Mai mit einem super Preis zum Invest-Spezial. Wer da Interesse dran hat, bitte einfach mal auf mich zukommen oder auf der Website der Investorschule einfach mal nachschauen. Da gibt es alle Informationen dazu.
damit zurück in die Charts. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, wir wollen uns das ganze Thema mit dem News Trading mal noch in einem Chart anschauen. Und das machen wir jetzt hier mal. Wir hatten ja heute Morgen auch die Nachricht bekommen, dass es seitens der neuseeländischen Nationalbank, wollte ich gerade sagen, also die Zentralbank von Neuseeland, die haben halt gesagt, okay, wir stehen kurz vor einer Zinssenkung. Jo, das war eine Nachricht, die hat für ordentlich Impact gesorgt. Das sieht man ja hier an dieser Stelle. Wenn wir diesen Chart allerdings mal uns auf Tagesbasis anschauen, und das ist etwas, das möchte ich an der Stelle mal wirklich einfach jedem Trader hier an dieser Stelle sagen, egal ob man kurzfristig Intraday-Trading macht oder ob es ein Swing-Trader ist, wir haben hier alle Wahrscheinlichkeiten auf unserer Seite, weil den Chart, das ist jetzt hier der Tageschart, den kann jeder lesen. Den müssen wir uns nur aufmachen, uns die Charts anschauen und dann wissen wir, okay, wir haben jetzt hier in den letzten Wochen erst einmal etwas an Aufwärtsdynamik gehabt. So, was wir auch sehen, hier oben in diesem Bereich ist erst einmal ein Widerstand gewesen. Das ist so, wie es ist und wir sehen halt, dass der Markt eher nach oben läuft, weil wir hier diese ansteigenden Tiefkurse hatten. Das heißt, der Druck kam eher von unten entsprechend nach oben, wo es hier noch nicht reinging. So, und jetzt konnte man halt sehr, sehr schön auch planen, das Thema der Notenbank sitzen. Und hier haben wir halt gesehen, der Markt fing hier unten an, nach oben zu kaufen. Das heißt, er hat Erwartungen eingekauft. Und das kann man als Händler halt auch schon nutzen, um zu sagen, wenn der Markt hier positive Dinge erwartet, dann kann man das auch in Vorbereitung zum Event schon traden und dann vor dem Event entsprechend aus der Position rausgehen. Das wäre vor der Nachricht gewesen. So, der Punkt. Also, das ist die eine Seite. Im Tageschart, da muss man kein Prophet sein, da muss man kein Intraday-Kurzfrist-Trader sein, das kann jeder Swing-Trader machen. Der Kurzfrist-Trader kann natürlich hier unten, wenn er sieht, wir gehen hier rein, hier auf die Tageshochs rauflaufen und sich sagen, okay, ich nehme hier einfach ein kleines Stück vom Kuchen ab und gucke, wie hoch es läuft und nehme mir einfach die Tageshochs hier und schaue, wo ich da Gewinne mitnehmen kann. Das ist die eine Seite. So, das ist vor der News. Dann hatten wir hier genau den Tag vor der News. Und das schauen wir uns mal im Stundenchart an. Da braucht man gar nicht in die kleinen Zeiteinheiten reinzuschauen, sondern man muss einfach nur mal schauen, was hier passiert ist. Ich zoome das mal ganz kurz ein kleines bisschen noch zusammen, dass wir etwas mehr sehen. Wir haben jetzt hier vorher die starke Aufwärtsdynamik gesehen. Und dann haben wir gesehen, wir sind hier über einen Widerstand drüber gespiked und haben direkt wieder abverkauft. So. Dann sind wir nochmal reingelaufen und dann haben wir hier drüben gesehen, der Markt will hier einfach nicht mehr höher. Ja, wir haben hier eine trendförmige Bewegung gesehen. Ja, von hier unten ist er schön nach oben geschwungen. Hier hatten wir in der Stunde das letzte Tief gehabt, hier den Peak nach oben. Hier oben in der Stunde das Verkaufssignal, also diese Kerze, die wir hier sehen, das ist eine schöne Verkaufskerze. Das zeigt uns an, der Markt will runter und wir sehen das auch hier drüben. Diese Kerzen, die werden in diesem Chart, in diesem Markt momentan wirklich gut bestätigt. Da gab es hier den nächsten Rutsch nach unten. Und was ist da passiert? Ich zeichne das mal ganz kurz ein. Wir nehmen einfach jetzt mal hier diesen Markt nach oben. Das war das Trendige nochmal in die Richtung innerhalb des Widerstands rein bis hier oben hin. Und dann sind wir halt unter diesem Bereich drunter durchgelaufen. Das heißt, wir haben hier erst einmal den Bruch gemacht, sind dann nochmal oben rangelaufen, aber dann schon wieder nach unten rumgedreht. Das heißt, man muss hier an dieser Stelle schon mal Obacht geben. Wer Charts versteht und weiß, wie Trends funktioniert, der weiß, was hier an dieser Stelle erst einmal zu tun ist. Und dann haben wir gesehen, der Markt will wieder runter. Und das ist hier ein gutes Zeichen, dass wir hier wirklich Abverkauf sehen. Und das hat uns gezeigt, der Markt ist hier sehr, sehr, sehr vorsichtig, hat schon viel eingepreist. Und dann, ja, dann kam die News, ja. Das war das Zeichen, der Markt ist extrem vorsichtig geworden. Und was macht man aus der News? Der kurzfristige Trader, der setzt sich halt hier unten hin und sagt, okay, dieser Rutsch nach unten, wir haben das ja vorhin im Minutenchart gesehen, der war nicht so einfach tradebar. Aber man kann die Gegenreaktion natürlich nutzen. Hier, das ist der Weg nach oben. Und hier oben haben wir wieder diese Umkehrformation gehabt. Das ist das, was wir uns jetzt beispielsweise mal im 5-Minuten-Chart anschauen können. Da muss ich nochmal kleiner zoomen hier, etwas kleiner rein. Und dann sehen wir hier selbsttretend, wartet mal, ich mache mal ganz kurz die Stunde nochmal auf, damit wir die Kerze nochmal markieren können, wo dieses Level auch ist. Das heißt, hier oben, das war ja der Bereich, wo wir die Umkehrformation in der Bildung hatten. Das heißt, da gab es die Gegenreaktion und dann hat der Markt rumgedreht. Und der kurzfristige Händler, der sucht sich genau solche Stellen und schaut einfach, wo bietet der Markt denn jetzt die Abwärtsbewegung an. Und hier hat sich das angeboten, hier gab es sozusagen die Korrektur. Den Schub nach unten, die Gegenbewegung und dann geht man nach unten rein, weil wenn der Markt dann runterläuft, dann ist er kurzfristig erstmal am Trenden nach unten und das ist dann schön zu mitnehmen,
ganz kurzfristig einfach zu sagen, wir gehen auf die alten Tiefs drauf, wir steigen ein und lassen den Markt dann mit nach unten laufen. Also das ist jetzt mal ein wirklich sehr, sehr praktisches Beispiel. Ich weiß, hier schauen viele zu, die immer sehr, sehr gern den DAX traden. Es spielt keine Rolle, auch wenn das jetzt eine Währung ist, das passiert im DAX ganz genauso. Das funktioniert dort absolut identisch, weil die Bilder, die wir hier sehen, das ist das Marktverhalten der Händler und die reagieren immer wieder auf gleiche Art und Weise. So, das mal ein Beispiel aus der Praxis einer Nachricht, die heute Nacht in den Markt gekommen ist und die man im kurzfristigen Bereich aktuell im Intraday-Trading auch mit zum Traden umsetzen konnte. Und damit gebe ich gerne jetzt zurück zur Moderation. Michael, haben wir denn noch ein paar Fragen, auf die wir hier im Webinar noch eingehen können? Haben wir in der Tat. Die wunderbare Elena hat die meisten formellen Fragen schon im direkten Chat privat beantwortet. Wir haben aber ein paar, die es definitiv wert sind, hier erwähnt zu werden. Und zwar eine ganz logische Frage, welche Newsseiten nutzt du oder nutzen wir? Forex-Kalender, also, Kalender etc.? So eine Website, die ich sehr, sehr gerne benutze, ist investing.com oder das ist also, die kann ich ja hier, weiß nicht, darf ich solche Zeiten mal zeigen oder ist das nicht gewünscht? Wenn ja, dann mache ich einfach mal hier. Ich sage Forex Factory oder Reuters. Richtig, ganz, also Nachrichten oder wo, Seiten, wo ich gerne Nachrichten lese, ist beispielsweise auch die sehr, sehr gut für die Vorbereitung auf Nachrichten. Das ist beispielsweise die Seite von investing.com. Da haben wir sozusagen sehr, sehr viele Nachrichten, die auch kommen auf der Website von Onvista beispielsweise oder andere Nachrichtenseiten, wie wir beispielsweise haben, Tagesnachrichten zu checken. Das ist wichtig. Wir können hier an diesen Stellen auch immer schauen, wie sind denn die Nachrichtenplanung der Wirtschaftskalender, das ist ja für die Marktvorbereitung immer schön. Und was wir hier auf solchen Seiten mit den Nachrichten halt auch wirklich sehen, wir sehen hier zum einen, wann sie kommen. Wir haben hier in der Regel auch noch eine Erklärung zur Nachricht. Wir sehen hier beispielsweise auch die aktuellen Prognosen. Und wir sehen die aktuellen Zahlen oder für diejenigen beispielsweise, die sich auf Trades vorbereiten möchten. Ja, die können einfach auf so einer Seite, auf so einer Kalenderseite hier einfach mal auf nächste Woche klicken und dann sehen wir halt, welche wichtigen Nachrichten in der nächsten Woche beispielsweise kommen. Und dann können wir schon mal auf die entsprechenden Märkte schauen, wie sich der Markt möglicherweise auf die Erwartungen vorbereitet. Das können wir hier sehr, sehr schön nutzen. Und das sind Seiten, die wir hier wirklich nutzen können, um News zu suchen. Finanznachrichten.net ist auch eine Seite, wo man immer wieder schauen kann. Oder wie schon gesagt, Onvista, da ist wirklich sehr, sehr viel möglich. Und die Nachrichten kommen hier wirklich relativ zeitnah rein. Gut, für ganz kurzfristige Trader, die brauchen dann natürlich Nachrichtenfeeds, wo die Nachrichten wirklich real-time reinkommen. Das muss man sich dann als Abo irgendwo kaufen. Aber für all diejenigen, die sagen, gut, mir reicht hier sowas auch für die Vorausplanung, da gibt es eine Menge, wo wir wirklich kostenlos gute Nachrichten auch relativ zeitnah bekommen können. Ja, ich habe auch in den Chat eben den Link zur UK Reuters Seite eingestellt, wo man sehr schön die Termine für Aktien findet. UK, US, Germany und Frankreich zumindest. Jetzt nicht nur Dividenden, sondern auch, wann sind Conference Calls und Earnings Reports. Ist für mich immer ganz wichtig als Swing Trader hier, wenn jetzt in 3, 4, 5 Tagen etwas ansteht bei einer Aktie, dann kann das Signal noch so schön sein. Da lasse ich die Finger von, beziehungsweise wenn ich gerade positioniert bin und wie wir vorher noch sehen auf der Folie von Mike, wenn die Position schon im Gewinn ist, dann wird er hier auch mal vorzeitig der Schlussstrich gezogen. Genau, übrigens in dieser Situation, ganz nur kurz der Hinweis, wir sprechen ja hier heute zusammen mit Tickmill, wo wir halt Währungen und auch sozusagen die Indizes sehr, sehr schön traden können. Da spielen ja eigentlich auf den ersten Blick Nachrichten von Aktien, wie der Micha das gerade gesagt hat, keine so große Rolle. Aber wer sich mit den Indizes ein bisschen beschäftigt, der weiß ja, in den Indizes sind Aktien drin. Und wenn Aktien, die relativ hoch gewichtet sind, plötzlich mit extrem schlechten Nachrichten oder extrem guten Nachrichten kommen, dann können die natürlich auch sehr, sehr positiv oder auch negativ auf den entsprechenden Index auswirken. Ne? Ich sag nur, was ist bei einer Boeing mit dem Dow passiert? Oder was ist denn passiert, als die Bayer so massiv eingebrochen hat? Die hat den DAX gleich mal ordentlich nach unten gezogen. Das sind natürlich Dinge, da macht es auch Sinn, neben den Nachrichten für die Charts, für die Aktienindizes oder die Währungen auch einmal die Aktiennachrichten anzuschauen, weil die haben dann natürlich das Potenzial, einen ganzen Index entsprechend zu bewegen oder eine Branche und dann den Index dadurch zu beeinflussen. Kann ich absolut nur bestätigen, ja. Eine wunderbare Frage von Harald. Macht es Sinn, vor einer Nachricht eine Sell-Stop
und oder Buy Stop Order in den Markt zu legen. Nee, er meint beide, also über dem aktuellen Kurs und unter dem aktuellen Kurs Orders reinlegen und dann sich einfach einstoppen zu lassen. Gefährlich, aber machen viele, ja. Also es gibt in der Tat, also ich sag mal so, ich persönlich bin jetzt kein Freund davon. Warum bin ich kein Freund? Das kann ich mal ganz kurz zeigen. Ich habe jetzt hier leider, oder wartet mal, wir können, glaube ich, in der Ach, das ist Präsentation mal ja einen Chart. vom Neuseeland-Dollar, ja. Das sieht ja hier nach einem irre Gewinn aus, wenn man sich hier einstoppen hätte lassen können in einer Short-Position. Nur was man hier nie Ja. vergessen darf, ist eben das Slippage, Person im Ausschlag. Na, das ist zum Sehr einen gut. das Thema der Slippage, wobei da ist es auch wieder so, da braucht man einen guten Broker. Also mit Tickmill hat man das Thema Slippage extrem gut unter Kontrolle. Was ich aber sagen möchte, ist, ich weiß, dass viele Trader machen sowas. Die legen einfach beide Orders rein, nach oben und nach unten, um dabei zu sein. Und jetzt sage ich euch, was passiert extrem oft bei News? Da gibt es eine Kerze, die sieht beispielsweise so aus wie die hier. Der Markt schießt kurz nach oben und schießt danach direkt nach unten. Und was habt ihr dann davon? Ihr seid einmal long und werdet ausgestoppt und ihr seid einmal short und werdet ausgestoppt, wenn ihr Pech habt. Das heißt, wenn es voll blöd läuft und der Markt zackt einfach rum in einer ganz kurzen Geschwindigkeit, brutal hoch, brutal runter, wieder brutal hoch, wieder brutal runter, dann seid ihr zwar zweimal kurz dabei, aber wenn ihr wirklich Pech habt, dann werdet ihr beide Male mit ordentlichen Verlusten ausgestoppt. Das heißt, es gibt tatsächlich Strategien, wo man in dieser Art und Weise vorgeht mit einem solchen Prinzip, dass man sich sozusagen einstoppen lässt in den Markt, beziehungsweise vor der Nachricht in beide Richtungen unterwegs ist und dann ein Delta-Trading oder ähnliches macht. Aber das, was hier die Frage gegeben hatte, ich sage an dieser Stelle, ich mach's nicht, weil es mir einfach viel zu riskant ist. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin ein Trader, der sagt, ich warte die Nachricht ab und handle dann die zweite Marktreaktion, weil ich gelernt habe, mit dem Zufall habe ich keine nachhaltigen Gewinne gemacht. Ich habe lieber mit dem zweiten Schwung gehandelt oder handle lieber mit dem zweiten Schwung, um dann Gewinne zu machen. Von der ersten Geschichte halte ich überhaupt nichts, weil ich nie weiß, in welche Richtung sich der Markt entlädt und ob das nachhaltig ist oder ob das nur, ja, ein paar Zuckungen sind und der Markt eine Weile braucht, um sich in eine Richtung zu suchen. Ja, sehr schöne Aussage bezüglich Zufall, Mike. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich da auch sagen, wenn man hier vor allem sehr kurzfristig orientiert war in Richtung Scalping von News und hier eben auch auf einen Broker baut, der weniger professionell wie Tickmill ist, dann kann sie auch passieren, dass man ein und sofort ausgestoppt wird wegen enormen Spread direkt in den Sekunden nach den News. Ja, der Kurs sieht gar nicht so aus, als würde man ausgestoppt werden. Er läuft eigentlich in die richtige Richtung, aber das Spread wird plötzlich so ausgeweitet, dass der Stopp auch gleich gerissen wird. Das ist dann natürlich Worst-Case-Szenario und da heißt dann auch schnell mal die Flucht ergreifen von solchen Brokern. Was haben wir noch, Mike? Wie groß, welchen Anteil nimmt Trading mit News in deinen Strategien ein? Ist das ein Teil mehrerer Strategien oder ist das schon Hauptfokus von dir? Das ist ein Potpourri meiner Handelsstrategien. Ich mache das Trading mittlerweile seit Ende der 90er Jahre, handle ich ja mit meinem echten Eigenkapital an den Kapitalmärkten. Da habe ich viel gelernt, am Anfang auch ordentlich eingezahlt, wie das jeder Beginner macht. Es hat sich danach aber herauskristallisiert, dass sich an den Märkten die Dinge immer wieder wiederholen. Das ist wie im Theater, das Stück, was gespielt wird, ist oft das gleiche, nur die Bühne ist eine andere. Genauso ist es auch im Trading. Die Verhaltensweise der Marktteilnehmer, die hat sich langfristig kaum verändert, auch wenn wir heute durch die Algos und so weiter und so fort natürlich andere Handelssysteme mit dem Markt haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass bestimmte Sachen immer wieder funktionieren. Das heißt, ich habe ein Potpourri an, sage ich mal, Handelsstrategien, die ich auch dort trade, wo sie gerade funktionieren. Und das Schöne im News Trading ist eigentlich, dass man gut planen kann, wann man wo aktiv werden sollte. Ja, und wenn wir dann eine Planung machen, ich habe es ja hier gezeigt, wie so eine Planung auch ausschauen kann nach der ersten Marktreaktion hier. Ich gehe noch mal kurz auf die Folie drauf. Ich hoffe, ich finde sie jetzt schnell. Genau, wenn ich hier die erste Marktreaktion gesehen habe, ja, dann weiß ich, okay, wenn der Markt die Nachricht kauft, muss ich hier oben rein, kann mich hier unten absichern. Das ist mein Stiefel, den trade ich immer. Ich trade immer nach demselben Prinzip. Das ist eigentlich total langweilig. Ja? Trading ist ein total langweiliger Job, wenn man den richtig macht, weil man immer das Gleiche macht. Das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Da ist die Faszination zwar immer da, aber wenn es dann zum Handel kommt, dann macht man immer das Gleiche, das, was man duplizieren kann. Und so arbeite ich entsprechend an den Märkten und
Das News Trading ist ein Teil meiner Strategien, weil ich bin ja aktiver Trader und das, was ich hier jeden Morgen auch auf Thinkmill zeige, soll ja auch aktiven Tradern helfen, dabei zu sein. Und da können wir nicht immer nur auf irgendwelche Marktreaktionen nach Nachrichten hoffen, sondern wir haben natürlich auch noch eine ganze Menge an Handelsstrategien, die ich hier jeden Morgen auch zeige. Und dort, wo es passt, setze ich es dann um. Ja, sehr schön. Ich finde es auch, wie man, wir haben perfekte Stunde gerade, erreicht die 60 Minuten, was für ein Timing. Ich finde also auch sehr schön dargestellt von dir, dass der Reiz und die Vorteile von News Trading wesentlich größer sein können als die Gefahren, wenn man es denn richtig anwendet, vor allem so wie du, dass man eben auf die zweite Tendenz wartet und nicht gleich bei den News zuschlägt. Ist Tickmill auch auf dem Börsentag in München am Samstag, wird gerade gefragt. Nein, wir sind da nicht, aber wir sind in Stuttgart. Das heißt, wer Lust hat, kommt einfach nach Stuttgart. Ich halte am Samstag dort zwei Vorträge. Da können wir auch gerne zusammen mal ein paar Worte wechseln. Da lade ich auch jeden zu ein. Kommt nach Stuttgart, da können wir uns unterhalten und das ein oder andere auch über Tickmill natürlich austauschen. Ja, wunderbar. Ich freue mich schon, dass wenn wir uns dort sehen. Ich bin natürlich auch vor Ort. In diesem Sinne, glaube ich, ist das ein tolles Schlusswort. Leute, wenn ihr noch Fragen habt, gerne an hinterleitnetbrock.de, wenn ich sie beantworten kann. Und wenn nicht, falls nicht, leite ich sie an Mike oder Tickmill weiter. War ein tolles Webinar, Mike. Bin begeistert von deinen Ansätzen, von deinen aus der Danke. Praxis bewährten Ansätzen. Das ist ja auch immer ein großer Unterschied. Man merkt ja oft, wer oft eher nur auf dem Papier Ahnung hat und wer es denn tatsächlich auch in der Praxis hat, finde ich sehr schön und spannend. Und da freue ich mich schon aufs Michael, nächste kurze Webinar. Sache, Ja. bevor du jetzt auflegst, kurze Sache. Eben. Schön. Jeder, der mich erreichen möchte, direkt erreichen möchte, schaut einfach mal auf die Website von Tickmill. Ihr habt hier beim Blog, ich bin hier in den Blog gegangen, ihr habt im Blog mich hier drauf. Das heißt, es gibt hier eine Expertenseite, da sind ein paar Worte über mich geschrieben und hier können direkt auch an mich geschrieben werden. Das heißt, wer mich direkt irgendwas fragen möchte, kann das über diese Seite machen oder ihr schaut einfach mal auf die Website der Investorschule, da kriegt ihr mich auch ran, je nachdem. Aber geht hier zu Tickmill, da könnt ihr euch gleich informieren, seht das Team, ich fühle mich hier wirklich wohl, ich kenne die Leute zum großen Teil auch alle persönlich und hier könnt ihr mich fragen Sie den Experten, einfach draufklicken und dann hier direkt auch erreichen. Das sind die Dinge, die ich an der Stelle mitgeben möchte. Und an der Stelle sage ich auch nochmal, Michael, danke für die Zeit hier, für die Möglichkeit, dass wir heute Abend ein paar Dinge ums News Trading geben konnten, weil ich halt weiß, dass im News Trading viele Leute Verluste machen, einfach weil der Reiz immer noch so da ist. Und was macht der News Trader, der Private häufig? Der liest irgendeine Nachricht und sagt, ich muss sofort rein. Das ist extrem wichtig. Da kann es einfach nur in eine Richtung gehen. Dann ist die Position da und dann macht der Markt komplett das andere. Und die Message, die ich hier mitgeben möchte, ist, macht euch eine Strategie, schaut nach und ihr werdet sehen, die zweite Bewegung ist hoffentlich oder in der Regel immer die beste. Und das ist das, wo ihr mit Sicherheit deutlich mehr Chancen auf eurer Seite habt, als wenn ihr hofft, dass der erste Schub in eure Richtung geht. Das an dieser Stelle noch die Message für zu mit nach Hause nehmen und vielleicht den einen oder anderen in Stuttgart mal live zu sehen. Bis dahin. Tschüss. Tolles Schlusswort, Mike. Danke für deine Zeit. Ich konnte sehr viel mitnehmen heute. Ich hoffe, ihr Zuhörer auch. Die Reaktionen sind sehr positiv in diesem Sinne. Ja, hoffe, drücke euch die Daumen bei eurem Weg zum erfolgreichen Trading. Auf jeden Fall ganz wichtiger Bestandteil davon, ein erfolgreicher, vertrauenswürdiger Broker. Und da können wir Tickmill auch nach unseren Echtgeldtests uneingeschränkt empfehlen. Also wenn ihr Interesse habt, Bogdil.de, Tickmill, dort habt ihr den Steckbrief und die Mitgliedervorteile beschrieben. In dem Sinne, lasst es krachen, good trades und Kopf hoch. Mike, danke für deine Zeit, Ja. liebe Zuhörer, danke für eure Zeit und wir sehen uns in Stuttgart. Gerne. Bis dahin. Tschüss. Alles gut.